einmal einen wunderschönen guten Vormittag hier heute auf dem Viktualienmarkt. Schön, dass so viele Leute gekommen sind. Jedes Jahr werden es mehr. Und wir feiern jetzt, wie gesagt, zum vierten Mal. Und es ist jedes Mal ein schönes Wetter gewesen. Also wir sind brave Leute. Die Wünsche der Künstlerinnen und Künstler sind von Natur aus aufrechte, brave Leute. Und wir haben diesmal aus Bayern wahnsinnig viele Gruppen mit dabei. Ihr könnt seit dem ganzen Tag hier Gruppen und Einzelkünstler entdecken, die man so in dieser Häufigkeit selten in Bayern erlebt. Und zu verdanken haben wir das in erster Linie einmal die Standl-Leute, die uns das Gastrecht gewähren, der Herr Rinnerheit. Allen voran der Ecke Fetz. Und natürlich auch dem Kulturreferat, die uns finanziell unterstützen. In Person hat der Herr Dr. Küppers, der Kulturreferent der Stadt München. Bedanken wollen wir uns natürlich auch ganz herzlich bei den Markthallen, denn die Liegenschaft gehört der Stadt München, dem Kommunalreferat, und sie gewähren uns mehr oder weniger eben das Gastrecht. Jetzt fangen hinten die Glocken wieder zum Klotzen, aber mein Alter, das gehört mit dazu, das gehört mit dazu. Meine Damen und Herren, Sie erleben heute das, was früher hier in München stattgefunden hat, an jedem Ecker Gaudi. Und zwar, es hat zahlreiche Singspiel- und Volkssängerbühnen gegeben, hier in München, zum Beispiel das Kaufhaus Oberpollinger. Manche wissen es noch aus der älteren Generation, dass es früher einmal ein Wirtshaus gewesen ist, der Oberpollinger, und dass da allabendlich die Volkssänger aufgetreten sind. Die Volkssänger, die haben sich ein bisschen verlagert. Sie haben ihre Brunnen hier am Viktualienmarkt und deshalb singen sie und spielen sie heute für Sie. Die Damen und Herren hier auf dem Viktualienmarkt für die Besucherheit, und sie spielen alle ehrenamtlich. Das heißt, sie kriegen nur ein Essen und ein Trinken. Und wir bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich bei der Schrannenhalle in persona Jürgen Lochbiller, beim Pschor drüben für die Verkostung und Verköstigung der Künstlerinnen und Künstler, hinten beim Hochreiter am Biergarten. Dann haben wir da die Bella Lerner mit der kleinsten Wirtschaft auf dem Markt. Die kleine Ochsenbraterei macht mit und die Suppenküche. Und das sind unsere Verpfleger. Da danken wir recht herzlich. Das ist ein Applaus hier, meine Damen und Herren. Und es gibt ein paar tragende Säulen, die das Ganze mitorganisieren. Unter anderem die Bettina von Haken. Herzlichst vergelt's Gott, sie teilt die Bühnen mit ein. Und an den Bühnen gibt es jeweils Brunnenpaten, die dort verantwortlich zeichnen. Unter anderem unten am Elise-Aulinger Brunnen ist es die Hertha Wanner und der Horst Huber von Knöpf von Sorten. Die sind auch da. Und herzlichen Dank, liebe Führer. Damit sie es auch anschauen können, die Hertha und den Horst. Und dann haben wir unten am Rodejacke-Brunnen, oder vorne mehr oder weniger, haben wir den Bayern-Mani, Manfred Klein. Wo ist der Mani? Zeig dir. Der ist so klar, der versteckt sich eben dahin. Der ist verantwortlich am Rodejacke-Brunnen. Und servus, grüß dich, Mani. Und dann haben wir hier vorne am Ida-Schumacher-Brunnen die Franziska Eimer. Wo ist die Franziska? Die jungen Volksmusikanten kennen die Franziska. Grüß dich. Schön, dass du bist und dass du mitmachst. Danke, dass ihr mich wieder eingeladen habt. Ja, bitteschön, gern geschehen. Wir sind ja froh, wenn wir mitarbeiten bei uns. Und wir haben dann am Liesl Karlstadtbrunnen die Bettina von Haken und den Markus Feiersinger. Sie betreuen den Liesl Karlstadtbrunnen. Und uns von der Kuplea AG und meine Person setzt dann vorne am Karl-Valentin-Brunnen. Tja. Wir haben ja noch ein bisschen Kosten drauf. Es wurde die GEMA ergeht, die Stadt München, die Brandsicherung, und es gibt auch noch Kosten seitens des Roten Kreuzes und so weiter und so fort. Und das wird alles bezahlt, dankenswerterweise, vom Kulturreferat. Und es ist schon mittlerweile guter Brauch, wir dürfen den Herrn Dr. Küppers bitten um ein paar Grußworte. Bitte sehr, Herr Dr. Küppers. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich darf das schon zum vierten Mal hier machen. Das wundert mich, weil ich doch am Preis bin. Akklimatisiert. Ja, genau, das kehrt mich aber auch. Das ist eine weltoffene Stadt. Und warum machen wir das? Warum machen wir das überhaupt? Zum einen natürlich, weil die Volkssänger und Volkssängerinnen zur Münchner Geschichte gehören. Um 1905, habe ich nachgelesen, gab es 800, die registriert waren.
gerade diese Volkssänger und Volkssängerinnen haben natürlich der Obrigkeit den Marsch geblasen auch, haben gesagt, wo es lang gehen sollte, waren also praktisch die Sprecher und Sprecherinnen der kleinen Leute auch, aber immer auf einem hohen qualitativen Niveau. Und dass das wieder auflebt durch dieses Brunnenfest, gemeinsam mit den Damen und Herren vom Viktualienmarkt, gemeinsam mit den wirklich ehrenamtlich auftretenden Künstlern, das ist einfach eine großartige Sache, weil es eben die Volkskultur zu uns wieder zurückbringt und auf dieser Volkskultur entwickelt sich ja ganz vieles. Ohne diese Volkskultur keine Coupé-AG als Beispiel. Das heißt, wir entwickeln uns weiter und deshalb finde ich das ganz toll, dass wir helfen können, dass wir unterstützen können, weil wir ein Stück Münchner Kultur damit nicht nur zurückbringen, sondern auch weiterentwickeln. Und deshalb kann ich auch jetzt schon sagen, im nächsten Jahr sind wir wieder dabei. Super! 300 Musikanten, Sängerinnen, Sänger und Kleinkünstler, Volkssängerinnen und Volkssänger hier an den Bühnen unterhalten. Sie treten, wie gesagt, kostenlos gratis auf. Sie dürfen aber gern auch spenden. Die haben mitunter so einen kleinen Schüssel dabei oder sie haben auch CDs dabei. Sie haben ihre Tourpläne dabei, wo sie auftreten. Nehmt das alles in Empfang, freut euch über so eine schöne Musik, über wunderschöne Lieder, alte Lieder, neue Ausformungen. Und wir sind froh, dass wir wirklich die Volkskultur, die Volkssänger hier weiterentwickeln in München und dass es eben das Brunnenfest gibt, dankenswerterweise die Vorstadthochzeit. Es gibt heute hier zahlreiche Kostümgruppen, unter anderem eben auch die schöne Münchnerin, dann die Vorstadthochzeit hier. Wer noch nicht, wer nicht auf der Vorstadthochzeit war, das ist ein wunderschöner Künstlerball, findet alljährlich statt im Hofbräuhaus drinnen. Und im Hofbräuhaus, im Festsaal, finden auch die Brettelspitzen statt, die neue Sendung des Bayerischen Fernsehens. Da könnt ihr im Oktober ebenfalls wieder zur Aufzeichnung mit dabei sein. Am 19. und 20. gibt es ab sofort die Karten über München-Ticket. Das wäre es jetzt gewesen in Sachen Werbung. Wir wünschen euch einen wunderschönen Freitag hier auf dem Viktualienmarkt. Allen herzlichen Dank, dem Herrn Dr. Küppers, den Marktfrauen, den Markthallen München, dem Standelleit, die unsere Brunnen geschmückt gehabt haben und natürlich auch hier der Gastronomie am Viktualienmarkt. Habt einen schönen Tag, viel Spaß und viel Gaudi. Danke! Applaus